Distelhäuser präsentiert den Wölfestream. DJK Rimperwölfe gegen TV Bittenfeld. S. Oliver Arena am Freitag, den 17.04. 20 Uhr. Auf dem Distelhäuser Wölfestream. Live mit Tom Weigert. Distelhäuser. Immer eine frische Idee. Tja, wir stehen so kurz vor der Nacht der großen Entscheidung. Einen Tag davor gegen Bittenfeld heißt es dann natürlich das Spitzenspiel der zweiten Bundesliga. Jens, hättest du gedacht, dass jetzt um diese Zeit der Tabellenzweite gegen den Tabellendritten spielen würde? Also vor der Runde hätte ich es nicht gedacht, letzte Woche schon. Also es war im Vorfeld nicht zu erwarten, das ist klar. Die Mannschaft hat sich im Laufe der Runde natürlich unglaublich entwickelt. Und dass dann sowas Verrücktes dabei rauskommt, davon hat, glaube ich, keiner der kühnsten Optimisten von ausgehen können. Max Bustmann haben wir hier noch mit dabei. Ein Gigant dieser Tatsache, dass man mit da oben steht, kann man wirklich so sagen. So die Nacht davor, schläft man da richtig gut? Ja, also ich mittlerweile schon. Ich weiß jetzt nicht, ob es für das ganze Team zutrifft. Aber ja, morgen muss man ja auch erst nochmal auf die Arbeit und so. Also ich beschäftige mich mit dem Spiel zwar schon die ganze Woche, aber unmittelbar die direkte mentale Vorbereitung fängt dann irgendwann erst morgen Nachmittag an. Und deshalb denke ich, dass ich heute Nacht auch keine Probleme habe. Letzte Woche in Hüttenberg gewonnen, aber du warst dann nicht so ganz, ganz zufrieden. Ich war mit der Art und Weise, wie wir hinten raus gespielt haben, nicht zufrieden. Also da hat mir einfach so ein bisschen Gier gefehlt, ein paar Zeitstrafen wegen Meckerns und das ist einfach nicht so, wie wir uns präsentieren wollen. Das ist gegen unseren Kodex und deshalb haben wir da auch noch ein paar Sachen gesagt und ich gehe davon aus, dass es so nicht mehr passiert. Sonst die erste Halbzeit waren natürlich schon ein paar richtige Highlights dabei, angefangen vom Max im Tor über das Konterverhalten, eine gute Abwehrleistung. Und da haben wir natürlich schon 20 richtig gute Minuten auf die Platte runtergebrannt, das muss man ja auch sagen. Trotzdem hinten raus hätten wir uns anders benehmen müssen und anders spielen müssen. Ja, Max, letzte Woche hättet ihr ein bisschen was fürs Torverhältnis noch tun können, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist ein bisschen schade, vor allem, weil ja Nordhorn hinten dran auch noch kommt, die in unserem Bereich im Torverhältnis liegen. Die anderen sind wahrscheinlich schon zu weit weg, aber gerade gegen die hätten wir uns da vielleicht ein bisschen Polster rauswerfen können, ja. Jan, wie schaut es, Jens, wie schaut es jetzt im Kader aus? Gibt es Verletzungsprobleme? Hast du zu diesem Spitzenspiel morgen irgendwelche Sorgen? Ja, Konsti Madert hat sich am Montag im Training verletzt, aber da ziehen wir Manni hoch und wie du vorher schon gesagt hast, mit Max Brustmann, der bei diesen Spielen immer hochgradig performt und das wird er auch morgen machen, da bin ich guter Dinge. Und außerdem hat letztes Jahr der Manni in Bittenfeld auch ein paar ganz gute Bälle gehalten, als er Max kurze Pause brauchte und deshalb sind wir da gut aufgestellt, da mache ich mir wenig Sorgen, der Rest ist fit. Und wer sich das bei diesem Spiel nehmen lässt, da auch mit kleinen Wehwehchen nicht zu spielen, das wird nicht vorkommen, dafür sind alle zu heiß, dafür ist es zu kalt, das Spiel. Ich habe den Jan heute Morgen schon danach gefragt, wie ist so euer spezielles Gefühl? Ich meine, ihr steht wirklich groß davor. Ihr könnt wirklich alles erreichen, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Max, wie ist so dein Gefühl? Schafft ihr das? Ja, also ich habe ein ganz gutes Gefühl. Also wir spielen jetzt morgen ein entscheidendes Spiel daheim. Wir haben daheim bis jetzt 4 Punkte abgegeben, ich glaube 15 Siege oder so, ich weiß gar nicht ganz genau auswendig, aber sind in der Heimtabelle ganz vorne. Bittenfeld schwächelt auswärts zuletzt. Wenn wir die morgen daheim schlagen und ich bin mir eigentlich relativ, also ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen, dann ist das Feld offen und dann müssen wir die Chance eigentlich tatsächlich packen. Ja. Jens, ein Sieg morgen wäre beinahe schon die halbe Miete. So weit möchte ich nicht gehen, das sind natürlich schon noch ein paar riesengroße Stolpersteine auf dem Weg, was da alles noch kommt. Aber soweit denken wir jetzt erstmal nicht, wir wollen das Ding morgen ziehen. Das wird schwer genug, weil Bittenfeld natürlich schon am Abgrund steht. Und es ist immer gefährlich, dass die Leute natürlich Kräfte mobilisieren. Und trotzdem müssen wir es machen. Wir sind daheim doch oder haben daheim eine sehr, sehr gute Runde gespielt und haben auch den Anspruch, morgen dieses Ding zu ziehen, auch wenn wir wahrscheinlich nicht in der Favoritenrolle sind. Aber trotzdem wollen wir das Ding machen. Okay, dann sind wir natürlich alle gespannt, was morgen passiert. Und morgen nach dem Spiel wissen wir mehr, wenn wir uns noch ein bisschen unterhalten. Dankeschön, ihr beiden. Distelhäuser präsentiert den Wölfestream.
DJK Rimperwölfe gegen TV Bittenfeld. S-Oliver Arena am Freitag, den 17.04. 20 Uhr. Auf dem Distelhäuser Wölfe-Stream. Live mit Tom Weigert. Distelhäuser. Immer eine frische Idee.